von der CDU mal wieder ein allzu düsteres und erkennbar wahlkampfmotiviertes Bild beim Thema Kommunalfinanzen gemalt wurde, ordne ich das hier mal ein. Meine Damen und Herren, eines vorweg. Kern des bestehenden kommunalen Finanzausgleiches ist es, den rheinland-pfälzischen Gemeinden nach einem verfassungskonformen System jene Mindestfinanzausstattung zuzusichern, von der auch der Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 sprach. Die Aussagen aus der Anhörung zu Ihrem Gesetzentwurf haben auch genau das bestätigt. Wir sind mit dem bereits geltenden LFAG auf dem richtigen Weg, während verschiedene Punkte des CDU-Gesetzentwurfs nicht nur kritisch kommentiert, sondern teilweise sogar inhaltlich klar widerlegt wurden. In Ihrem Gesetzentwurf, die Kosten sind durch die Landesregierung zu ermitteln. Damit sind Sie auch nicht in der Lage zu benennen, wie Sie mit den Mehrbelastungen umgehen, wie Sie die kompensieren wollen, meine Damen und Herren. Die Übernahme kommunaler Liquiditätskredite, historisch in Höhe von 3 Milliarden Euro, die auch zu Zinsentlastungen führt. Ein Kraftpaket, Herr Schnieder, ein Kraftpaket zur Abmilderung der Folgen des Ukraine-Krieges mit 200 Millionen Euro Landesgeldern. Ein Klimaschutzprogramm KIPGI mit 250 Millionen. Oder wenn wir auch mal in die Vergangenheit blicken, Herr Schnieder, das haben viele vielleicht vergessen, die Übernahme von Gewerbesteuerausfällen auf kommunaler Ebene während der Corona-Pandemie. All das sind periodisch geeignete Instrumente, die Kommunen gezielt zu entlasten, und müssen immer in die Debatte mit einbezogen werden.